Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung hier bei Ihrem BLK-TV am Dienstagabend. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie dieses Mal hier aus Naumburg, genauer gesagt aus dem Euroville. Denn hier fanden die 19. Landesmeisterschaften im karnevalistischen Tanzsport statt. Ja, wie das dann so vor sich geht alles, da gehen wir dann später rein. Wir kommen jetzt erst einmal zu unseren Kurzmeldungen und schauen mal, was sonst noch los war hier bei uns im Burgenlandkreis. Die Fashion Challenge 2017 fand am Samstag im Einkaufszentrum Schöne Aussicht ihren krönenden Abschluss in einer Modenschau. Dabei wurden die Trends für das Frühjahr 2017 dem interessierten Publikum präsentiert. Alle Kleidungsstücke und Accessoires sind in den Geschäften des EKZ erhältlich. So war das ein oder andere Anregung genug, um in den Läden durch die Angebote zu stöbern. Eingebettet in die Modenschau war die Präsentation der vier Kandidaten, die an der diesjährigen Fashion Challenge teilnahmen. Mit jeweils 300 Euro Shoppinggeld zogen sie los, um sich ein neues Outfit zuzulegen. Darunter auch Annika Sonderhoff, Nachwuchsreporterin beim BLK-TV. Alle Kandidaten hatten bei ihrer Shoppingtour ein glückliches Händchen und haben ihren neuen Frühlingslook im Einkaufszentrum zusammengestellt. Jeder hatte andere Prioritäten und jeder einen anderen Geschmack. Am Ende entschied das Online-Voting ihrer Fans. Die glückliche Gewinnerin Annika Sonderhoff spendete ihren Gewinn dem MBC Dance Team. Mit dem Erlös sollen neue Kostüme gekauft werden. Der Nachwuchs stand am 11. März beim Weißenfelser Handballverein in der Sporthalle West im Vordergrund. Bei den Kleinen liegen die Prioritäten natürlich etwas anders als bei den Profis. Das ist heute ein Minispielfest. Das zeigt so schon, dass nicht, dass wir nur Handball spielen, sondern dass Eddie Klein die Erwärmung macht. Hier oben die Möglichkeit, sich anderweitig auch zu bewegen, damit die Kinder nicht auf der Bank sitzen, sondern wirklich ein Spielfest. Hier ist auch nicht ein Maßgeben, wer den ersten Platz macht. Sondern am Ende sind alle die Sieger. Die kriegen auch alle einen Pokal, die Kinder. So dass sie nach Hause fahren und das auch zeigen können. Und vor ihrer Sportart, wo sie vielleicht erst angefangen, auch wärmen können. In der Schule zeigen, vielleicht bringen sie neue Kinder mit. Und so, dass die Sportart Handball wieder ein bisschen wächst. Seit 5 Jahren wird dieses Minispielfest veranstaltet. Aus den Kleinen sollen sich in den Jahren die Großen des Handballs entwickeln. Ja, das geht ja dann nach oben, die bleiben ja dann auch hängen. Die spielen dann in höheren Altersklassen Handball und was gerade hier in Weißenfels, wenn wir da in unsere ersten Männer reingucken, da sind 70% Eichengewächse. Und das gibt es auch nicht überall, ja. Die Mannschaften, insofern dieser Begriff so passt, waren gemischt. Jungen und Mädchen in einem Team. Auch hinsichtlich der Körpergrößen gab es Unterschiede. Nee, da geht es doch wirklich darum, erst einmal den Spaß zu finden, das Interesse für die Sportart. Da gibt es noch keine, eine Position gibt es da auch nicht, die sind überall. Ja, und das sieht man hier auch im Spiel und so soll es hier auch sein. Daher waren die Schiedsrichter auch nicht ganz so streng, die Regeln wurden vereinfacht, Talente waren dennoch erkennbar. Die gibt es in jeder Mannschaft. Ja, das wären immer Talente, den braucht man. Wahrscheinlich haben sie den Ball in die Wiege gelegt, die wird es immer geben. Aber man sieht dann auch, wir waren zum ersten Turnier in Landsberg. So, und da sieht man dann schon, dass es jetzt das dritte Turnier, wie das vorwärts geht. Auch die anderen Kinder, ja, die finden immer mehr zum Spiel, sodass nicht nur die Talente da, die man jetzt schon raussieht, sondern auch die Kinder, die noch nicht so weit waren oder noch nicht so weit sind. Die entwickeln da auch Spielfähigkeit und so soll es auch sein. Wir wollen sie heranführen. Unser Turnier ist bekannt bis zum SCD auf Leipzig. Die Vorsteilnehmer und uns auch unterstützen.
mit Autogrammstunde, Siegerehrung, Vorjahr und dieses Jahr heute passiert dasselbe nochmal. Die haben heute ein Punktspiel beim Bergischen HC, aber ein Spieler ist verletzt, der Tobias Rivesjö, der Schwede, und der kommt heute hierher. Eine Sache, eine eigene Sache hätte ich noch, und zwar unser Förderverein, der uns sehr unterstützt. Wir brauchen immer dringend Mitglieder im Förderverein, um die Unterstützung weiter zu erhalten. Da sprechen wir alle an, die Firmen, Einzelmitglieder, die Vereinsmitglied sind, bezahlen 15 Euro im Jahr und ohne Mitgliedschaft 40. Und das hilft uns extrem, den Spielbetrieb und alles drumherum abzusichern. Und wer Interesse hat und Lust hat, uns zu unterstützen, kann sich gerne beim Sportverein Großheinrich oder bei mir melden. Ja, liebe Zuschauer, jetzt sind wir hier drin in der Halle, wo die Landesmeisterschaft stattfindet und wollen gar nicht so groß stören hier. Wir kommen jetzt gleich erstmal zu unserem ersten Beitrag. Und da geht's nach Laucha für die Eltern und Sponsoren von dort beim Landesstützpunkt Turnen. Ja, ein Schauturnen statt. Und man wollte zeigen, was die Kids so drauf haben. Meine Kollegen Steffen Barfuß und Marie-Louise Luther, die haben sich das Ganze mit der Kamera angeschaut. Am Wochenende wurde die Turnhalle des Burgenland-Gymnasiums in Laucha zum Wunderland. Der Landesstützpunkt Turnen im SCM Por Laucha hatte unter dem Titel Turnen im Wunderland zum alljährlichen Schauturnen eingeladen. Eltern, Omas und Opas der kleinen Sportler, die hier regelmäßig trainieren, waren gekommen, um sich von den Leistungen ihrer Schützlinge zu überzeugen. Die Kinder trainieren ja natürlich sehr oft. Da sind die Eltern natürlich nicht dabei, weil sie arbeiten oder sonst keine Zeit haben. Darum veranstalten wir immer so einmal jährlich so einen Schauturn, damit dann die ganzen Kiddings, Eltern auch mal sehen, was denn eigentlich getrieben wird. Auch ganz wichtig, Öffentlichkeit, weil Turnen besteht 80% aus Arbeit in der Halle. Das heißt, man hat nur relativ wenig Zeit, das zu präsentieren, was man hat, und auch wenig Möglichkeiten, weil die Wettkämpfe finden meistens dreimal im Jahr, haben jetzt die Kleinmädels Wettkämpfe, die Jungs haben jetzt fünfmal im Jahr einen Wettkampf. Das heißt, man hat eigentlich auch nicht so diese Bandbreite, um dem Publikum zu zeigen, was eigentlich dieser Sport ausmacht und was die Kinder dann eigentlich schon können, auch mit ihren jungen Jahren. Hier im Landesstützpunkt in Laucha erhalten Kinder im Alter von 5 bis 9 Jahren eine professionelle und hochwertige Grundausbildung im Geräteturnen. Grundlage für diese Arbeit sind hochqualifizierte Trainer und Trainerinnen, die Nachwuchssportler nach bundesweit einheitlichen Vorgaben ausbilden. Wir haben im Stützpunkt aktuell 15 Kinder. Ab 5 bis 4 Jahren fangen sie an. Dann haben wir im sogenannten Vereinssport haben wir ungefähr 20 nochmal. Und über unser Projekt Kinder brauchen Bewegung haben wir nochmal ungefähr 50 Kinder dazu. Wie geht es dann mit den Kindern weiter, wenn sich jetzt herauskristallisiert, sie sind gut, sie könnten mehr? Wie läuft denn das dann weiter von hier aus? Wir in Laucha machen ausschließlich die Grundlagenarbeit, das heißt die wichtige Arbeit. Wir versuchen, dem Athleten das Werkzeug in die Hand zu geben, um später dann darauf aufzubauen. Das passiert im Olympiastützpunkt in Halle. Beim SV Halle, da werden sie dann abgegeben ab Klasse 3, die Mädels, Jungs ab Klasse 4. Da trainieren sie dann wirklich schon täglich, im Stundenumfang ungefähr 12 Stunden in der Woche. Und dann gehen sie halt noch in die Schule vormittags. Einer dieser Nachwuchstalente ist Vince Renner aus Karsdorf. Er turnt inzwischen in Halle, ließ es sich aber nicht nehmen, am Samstag trotz einer Verletzung in Laucha sein Können zu zeigen. Sein Lieblingsgerät ist der Barren und da ist er auch sehr erfolgreich. Bereits als 7-Jähriger holte er bei den Landesmeisterschaften Gold und belegte beim Spatzenpokal im letzten Jahr in Berlin Platz 3. Was ist denn dein großes Ziel? Was willst du denn mal erreichen als Sportler? Bei Olympia. Mitmachen. Ja.
Um solche Erfolge zu erzielen, ist natürlich auch ein großer Willen erforderlich. Auch daran wird hier im Stützpunkt gearbeitet. Ja, ich sage mal so, die Kinder, die fangen ja hier schon einmal in der Woche an, schon relativ klein. Das heißt, man führt sie eigentlich Schritt an Schritt an diese Aufgabe Leistungssport heran. Und die Kinder sehen halt dann auch nach dem Training, okay, das habe ich geleistet, das kriege ich hin. Ich versuche im Training immer so kleine Wettbewerbe einzubinden, weil die Kinder möchten sich einfach gern vergleichen und zu sagen, ey, ich war heute mal der Beste und nächste Woche ist dann der andere der Beste. Das zieht natürlich auch schon extrem, damit die Kiddings dann einfach da bleiben und auch Spaß entwickeln an dieser Sportart. Wie erfolgreich die Arbeit des Landesstützpunktes in Laucha ist, zeigte sich auch im letzten Jahr bei der Sportlerwahl in Freiburg. Hier gewann Clara Borgmann vom SC Empor Laucha als Nachwuchssportlerin die Wahl. Mit viel Applaus bedankten sich die Zuschauer in der Turnhalle bei den kleinen Turnern und ihren Trainern und vielleicht erhalten hier gerade kommende Olympiasieger ihre ersten Grundlagen. Günstige Mieten, moderne Wohnungen, eine große Auswahl und sieres Wohnen. Diese vier Eckpfeiler sind das Fundament, auf das die Wohnungsbaugenossenschaft in Weißenfels baut. Mit über 2300 Wohnungen an insgesamt 9 Standorten in der Saalestadt sollte für jeden Geldbeutel etwas dabei sein. Sei es nun zum Beispiel im Wohngebiet Weißenfels Süd in der Marienstraße oder altersgerechtes Wohnen am Kugelberg. Die WBG ist ein Garant für modernes und angenehmes Wohnen, ganz im Sinne ihres Mottos: Wohlfühlen und sicher wohnen. Golberner Wurstspezialitäten bietet qualitativ hochwertige hausschlachtende Produkte. Durch eigenhergestellte Rezepturen wurde eine Marke entwickelt, die sich durch Qualität, Geschmack und Individualität auszeichnet. Generell wird bei der Herstellung auf Geschmacksverstärker verzichtet. Golberne Wurstspezialitäten finden Sie in Zeitz in der Anna-Magdalena-Bach-Straße und in Rasberg, im EKZ Schöne Aussicht in Leisling, in Gera-Langenberg und in Tröglitz. Golberne Wurstspezialitäten, denn ohne Wurst und Speck hat das Leben keinen Zweck. Die Urlaubszeit kann kommen. Mit dem passenden Ahorn-Camper haben Sie alles an Bord, was Sie für einen gelungenen Urlaub brauchen. Jetzt neu: Verkauf und Vermietung von Wohnmobilen bei Renault Autohaus Schulze, Ihrem zuverlässigen Partner in Weißenfels. Moin Großer, alles Gute zum 18. Sei nicht traurig. Freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Ja, bei uns im Burgenlandkreis ist immer so allerhand los. Und auch für das kommende Wochenende. Da können Sie hier bei uns viel erleben. Und wir haben für Sie natürlich wieder ein bisschen was zusammengestellt. Genau gesagt in unseren Veranstaltungstipps. Die Freiburger Winzervereinigung lädt am Samstag, den 18. März, zu einer kulinarischen Weinverkostung mit Wein und Käse ganz herzlich ein. Lassen Sie sich vom harmonischen Zusammenspiel verschiedener Käsevariationen in Verbindung mit 6 ausgewählten Weinen des Hauses überraschen. Beginn ist um 18 Uhr und der Preis pro Person beträgt 30 Euro. Um eine Voranmeldung wird gebeten. One Moment in Time – The Tribute Concert. Am Samstag, den 18. März, steht im Weißenfelser Kulturhaus die Whitney Houston Tribute Show auf dem Programm. Der Kult um die charismatische Entertainerin und Poplegende geht weiter. Auch Jahre nach ihrem Tod gehören Whitney Houston und ihr musikalisches Erbe zum Besten, was amerikanische Popmusik jemals hervorgebracht hat.
Das Tribute-Konzert One Moment in Time bietet allen Fans die Gelegenheit, die größten Hits der Pop-Diva noch einmal live zu erleben. Ganz so, als stünde Whitney selbst auf der Bühne. Nia King ist die Protagonistin der Show und weltweit eine der besten Whitney-Interpretinnen überhaupt. Begleitet wird die in Zimbabwe geborene und jetzt in London lebende Nia King von einer herausragenden Liveband, Chor und Dancecrew. Multimedia-Show und eine originalgetreue Lichtshow machen dieses Tribute jetzt schon zu einem absoluten Highlight des Konzertjahres 2017. Beginn ist um 20 Uhr. Wussten Sie eigentlich, dass Erbschleicherei gar nicht strafbar ist? Das und mehr erfahren Sie am Sonntag, den 19. März, im Hohenmölzner Bürgerhaus. Schmunzeln Sie über kuriose Nachlassfälle und begleiten Sie Familie Schleicher sowie manche unserer Prominenten auf dem Weg zu ihrem Erbe. Erleben Sie amüsante Kleinkunst zum Mitdenken und lassen Sie sich von der Materie fesseln. Mit der Mischung von juristischen Inhalten und komödiantischer Darbietung ist dieses Stück einzigartig. Wollten Sie schon immer einmal Ihre Erbschleicher zusammenfalten und in die Tasche stecken? Dann ist dieses Programm genau das Richtige für Sie. Los geht's um 16 Uhr. Am Sonntag, den 19. März, können Sie an einer Führung durch 1000 Jahre Naumburger Stadtgeschichte teilnehmen. Eine Präsentation mit liebenswerten Details, einzigartiger Bauwerke und Kunstdenkmäler bringen Ihnen die Historie der Domstadt näher. Beginn ist um 10.30 Uhr und Treffpunkt ist der Domplatz. Egal, für was Sie sich entscheiden, wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Willkommen daheim. Unser Slogan ist unser Versprechen. Wir sind ein Puzzlestein in Ihrem Leben und haben das facettenreichste Wohnungs- und Gewerberaumangebot in der Elsterstadt. WBG Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen. Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theissen, Weisenfelser Straße 6 in Theissen. Schauen Sie sich das Angebot mal an, liebe Zuschauer. Also verhungern. Verhungern muss hier bei der Veranstaltung mit Sicherheit keiner. So, und wir kommen jetzt zu unserem nächsten Beitrag. Und da geht es wieder sportlich zu. Ja, unser Handballmagazin 7 Meter ist jetzt wieder am Start. Und wir wünschen schon mal viel Spaß dabei. Das DKB-Tor des Monats Februar und die treffsichersten Spieler der Liga. Heute dreht sich alles um Tore bei 7 Meter. Schön, dass ihr reinschaut. Wir starten mit den Treffern des Mittwochsspieltags aus der DKB-Handball-Bundesliga. Und natürlich werfen wir auch einen Blick zurück zum Wochenende. Traditionsduell in Kiel. Der VfL Gummersbach war zu Gast in der Sparkassen-Arena. Die Zebras von Beginn an mit Druck und Torerfolg. 5:2 durch Nikola Billig, der noch vor dem Spiel seine Vertragsverlängerung bis 2020 bekannt gegeben hatte. Mit einem starken Andreas Wolf im Kasten rollte der THW-Express weiter und Gummersbach hatte dem wenig entgegenzusetzen. 19:11 zur Halbzeit. Das Spiel war bereits entschieden.
Die Kieler bauten die Führung in Hälfte 2 sogar noch weiter aus. Andreas Wolf im Tor trieb die Gummersbacher zur Verzweiflung. Am Ende siegte der THW souverän mit 34:21. Ich muss nur eigentlich die Mannschaft nur loben, weil die Jungs haben richtig schön Handball gespielt und alles da reingeworfen. Tabellenschlusslicht Coburg war zu Gast beim SC DAFK Leipzig. Mit einem 4:1 starteten die Hausherren in Grün in die Partie. Coburg schloss Mitte der ersten Hälfte bis auf ein Tor auf, ließ Leipzig aber wieder davonziehen. Halbzeitstand 18:14 für den SC DAFK. Nach 10 gespielten Minuten im zweiten Durchgang war Leipzig dann bereits mit 6 Treffern vorn und ließ sich auch nicht mehr einholen. 33:28 der Endstand. Außerdem war Mittwoch der SC Magdeburg in Melsungen zu Gast und konnte mit einem 21:27 2 Punkte mitnehmen. Bereits am Wochenende sahen 9000 Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle die nervenaufreibende Partie zwischen Berlin und den Rhein-Neckar-Löwen. Der deutsche Meister geriet gegen die Füchse früh in Rückstand. Bereits in der 9. Minute stand es 5:2 für die Gastgeber und Nikolai Jakobsson nahm seine erste Auszeit. Zwar kamen die Mannheimer nach 14 Minuten auf 2 Tore ran, Alexander Pettersson mit dem 8:6, aber Berlin schaffte es sich wieder abzusetzen. 16:10 durch Hans Lindberg. Bis zum Seitenwechsel legten die Löwen dann noch 2 Tore nach. In Hälfte 2 hielten die Hauptstädter ihr hohes Tempo und blieben vorn. Nach 40 Minuten musste Krzysimir Kosina nach diesem Foul mit Rot vom Spielfeld, ein bis dahin wichtiger Bestandteil des Füchse-Spiels. Trotzdem behielten die Hausherren vorerst weiter die Oberhand. Erst in der Schlussphase kämpften sich die Löwen heran. Auffällig jetzt Altmeister Gudjon Valur Sigurdsson. 4 Tore in Folge von ihm und die Mannheimer waren dran. Auch zum 29:29 Ausgleich traf der Isländer 4 Minuten vor Spielende. In einer hitzigen Endphase konnte sich schließlich kein Team mehr nach vorne spielen. 30:30, Punkteteilung in Berlin. Es waren immer 3-4 Tore Rückstand, die wir hinterhergelaufen sind. Wenn wir dann mit der letzten Chance haben, das Spiel zu gewinnen, wäre natürlich schön, aber ich glaube, verdient wäre es nicht gewesen. Deswegen denke ich, ist für uns der Punkt Gold wert. Und wir können glücklich sein, dass wir noch einen geholt haben. Der letzte HSC 2000 Coburg musste gegen den Mitaufsteiger aus Erlangen ran. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzten sich die Gastgeber in Gelb zum Ende der ersten Hälfte leicht ab. Lilienfels traf zum 16:13 Halbzeitstand, mit dem der HSC zufrieden in die Kabine ging. In Hälfte 2 baute Coburg den Vorsprung zuerst auf 5 Tore aus, dann aber zog Erlangen nach. Nikolai Link mit dem 20:17, kurze Zeit später dann Ole Ramel mit dem 20:19 Anschlusstreffer. Es war jetzt eine offene Partie, in der Coburg aber immer vorn blieb. In der Schlussphase entschied der HSC das Spiel endgültig für sich. Ein wichtiger 30:28 Sieg für das Tabellenschlusslicht. Außerdem am Wochenende, Barling setzt sich gegen die TSV Hannover Burgdorf durch, 26:29. Gummersbach unterlag Wetzlar zu Hause mit 27:28 und der Bergische HC sammelte die nächsten beiden Punkte mit dem 23:25 Sieg in Lemgo. Die aktuelle Tabelle. Flensburg weiter an der Spitze vor Kiel und den Rhein-Neckar-Löwen, Berlin und Magdeburg dahinter auf den Plätzen 4 und 5. Hannover und Erlangen punktgleich am Ende der ersten Tabellenhälfte. Nicht ganz so gut sieht es für die Teams auf den Abstiegsrängen aus. Stuttgart, der BHC und Coburg stehen momentan unten drin. Sie lassen ihre Teams und Fans immer wieder jubeln. Drei Männer, die an Treffsicherheit kaum zu überbieten sind. Das sind die heißesten Anwärter auf den Spitzenplatz in der Torschützenliste. Zielsicher, eiskalt, torgefährlich. Diese drei Jungs sind die Ballermänner in der DKB-Handball-Bundesliga. Sie laufen regelmäßig heiß und sind die Top-Anwärter auf die Torjägerkrone. Denn neben dem Meisterschaftskampf geht auch das Rennen um die Auszeichnung als Torschützenkönig 2016-17 in die heiße Phase. Die größte Überraschung ist Philipp Weber. Der 24-jährige Rückraumspieler glänzt nicht nur als grandioser Vorlagengeber, sondern ist selbst extrem torgefährlich. Bereits in der letzten Saison in Leipzig gehörte er zu den besten Goalgettern. Bei der HSG Wetzlar legt er nun noch eine Schippe drauf. Vom 7-Meter-Punkt, aus den hinteren Reihen oder mit Dampf durch die gegnerische Deckung. Der Hühne ist schwer aufzuhalten. Qualitäten, über die sich auch sein alter Club freut,
denn der Shootingstar kehrt zur neuen Spielzeit aus persönlichen Gründen zurück nach Leipzig. Vielleicht ja mit der Krone des besten Schützen im Gepäck. Ebenfalls nicht aufzuhalten ist in dieser Saison Webers Namensvetter Robert. Mit seinen 31 Jahren ist der Magdeburger schon ein alter Hase im Feld der Top-Torjäger. Aber nicht wegen seines Alters, sondern aufgrund seiner Erfahrung. Denn dass er Tore werfen kann, wissen wir. In der Saison 2014-15 war der Rechtsaußen bereits der Liga Primus. In der vergangenen Saison rutschte er erst am letzten Spieltag auf den zweiten Platz ab. Zurzeit ist der Dauerbrenner wieder ganz vorne mit dabei und verzaubert die Fans vom SC Magdeburg regelmäßig mit eindrucksvollen Würfen vom 7-Meter-Punkt und der Außenbahn. Der größte Konkurrent der Webers ist Roberts Positionskollege von der MT Melsungen, Johannes Selin. Der 26-Jährige hat in dieser Saison eine eingebaute Torgarantie. Nur in 3 Partien blieb der pfeilschnelle Außen unter 4 Treffern. Sein Highlight: sensationelle 16 Buden an Spieltag 8. Besonders mit den vermeintlich einfachen Toren netzt Selin oft für die MT. Dank seiner Schnelligkeit sorgt er für Gefahr bei Tempo-Gegenstößen, die er meist eiskalt abschließt. Zudem ist der Melsungs 7-Meter-Schütze Nummer 1. Maximal aber nur noch bis zum Sommer, denn dann wechselt der Bad Boy zum Ligarivalen Erlangen. Im Übrigen kennt sich der HCE mit torgefährlichen Spielern der DKB-Handball-Bundesliga aus. Selins Vorgänger bei den Franken, Ole Ramel, zählt zu den Verfolgern des Anwärter-Trios. Ebenfalls mit dabei Berlins Spielmacher und amtierender Torschützenkönig Peter Nenadic, der sich den Titel in der Vorsaison erst am letzten Spieltag sicherte. Das Rennen wird also spannend. Der erste volle Handballmonat des Jahres 2017 ist vorbei und brachte direkt mal richtig viele schöne Tore mit sich. Die besten 6 haben es in die Auswahl zum DKB-Tor des Monats Februar geschafft. Und ab jetzt entscheidet allein ihr, wer gewinnt. Das sind die Nominierten. Jetzt das DKB-Tor des Monats wählen und gewinnen. Wir starten mit Viktor Bodo von den Hetzfelder Bullen. Und wie! Sein angstfreier Sprung in den Kreis mit einem so eigentlich fast unmöglichen Abschluss in den kurzen Winkel. Tor 1. Einfach immer wieder schön anzusehen, so ein Camper. Dieses Mal ist Wetzlars Philipp Weber der jubelnde Torschütze gegen Melsungen. Tor 2. Nur fliegen ist schöner, das Motto unseres zweiten Campers. Essens Noah Bayer segelt von links außen heran. Und hier passt vom Handwechsel bis zum Abschluss alles. Warum normal, wenn es auch besonders geht? Lukas Schneider vollendet den Tempogegenstoß mit einem rückwärts eingesprungenen Unterarmkracher. Tor 5. Und vernascht per elegantem Hechtsprung in den Kreis gleich 2 Gegner. Tor 4. Konventionell, aber effektiv. Daniel Fontaine setzt sich gegen die Berliner Abwehr per Drehung in der Luft und No-Look-Abschluss durch. Tor 6. Auf dem Papier eigentlich eine klare Sache. Der Tabellensechste zu Gast beim abstiegsbedrohten Tabellensechzehnten. Doch der heiße Kampf, den sich Dessau, Roßlau und Friesenheim auf der Platte lieferten, hatte definitiv Topspielniveau. Die erste Halbzeit der Zweitligapartie von Beginn an ausgeglichen. Starke Abwehrreihen und ebenso stark aufspielende Torhüter auf beiden Seiten ließen keine klare Führung zustande kommen. Mit dem Halbzeitpfiff traf Oliver Hess für die TSG Ludwigshafen-Friesenheim in Rot zum Anschluss. 13:12 für die Gastgeber aus Dessau-Roßlau. Nach dem Seitenwechsel blieb es weiter spannend. Ein 2-Tore-Vorsprung für die favorisierten Gäste aus Friesenheim 2 Minuten vor Schluss ließ die Hoffnung auf den Auswärtssieg immer weiter wachsen. Doch ein Doppelpack von Dessau-Roßlau brachte prompt den Ausgleich. In der letzten Sekunde fasste sich Thomas Pawlicek ein Herz und hämmerte die Kugel per direktem Freiwurf ins TSG-Tor. Keine Chance für Friesenheims Keeper Matthias Lenz.
Ein Buzzerbeater zum 25-24, der den Dessauern zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf bescherte. Die Tabelle nach dem 24. Spieltag. An der Tabellenspitze bleibt weiterhin unverändert der TuS N Lübbecke, Hüttenberg und Bietigheim dicht dahinter. In der zweiten Hälfte springt der TuS M Essen vom 14. auf den 12. Platz. Hamm und Ferndorf an diesem Spieltag mit jeweils zwei wichtigen Punkten, liegen jedoch noch immer auf den Abstiegsplätzen vor Neuhausen und Rostock. Das war sie, unsere torreiche 7-Meter-Sendung. Schön, dass ihr zugeschaut habt und hoffentlich bis nächste Woche. So, und jetzt ist hier erstmal eine Pause, denn die erste Kategorie, die ist vorüber. Und bevor dann es jetzt weitergeht mit den Tanzmariechen, ja, dann braucht man so ein bisschen Luft zum Verschnaufen. Übrigens, die erste Kategorie, der Castorfer Karnevalsverein, steht auf dem ersten Platz. Toller Erfolg und wir drücken mal die Daumen, wie es weitergeht. Weiter geht's bei uns auf alle Fälle jetzt. Ja, und es geht weiter sportlich. Der SV Mutter Zeitz, ja, der hatte Rot-Weiß-Weißenfels, so die Mannschaft von Rot-Weiß-Weißenfels sogar. So wie das Spiel ausgegangen ist, das sagen wir Ihnen jetzt. Im Zeitzer Puschendorf-Stadion hatte am 11. März der SV Mutter Zeitz den SV Rot-Weiß-Weißenfels zu Gast. Rot-Weiß aus der Saalestadt, derzeit im Mittelfeld der Tabelle der Landesklasse 6 unterwegs. Die Elsterstädter standen vor der Partie noch auf einem Abstiegsrang. Ja, es ist schwierig, uns selber einzuschätzen. Wir haben eigentlich eine gute Vorbereitung auf die Rückrunde gespielt und haben gut trainiert. Platzverhältnisse waren teilweise trotzdem wechselhaft, aber wir haben versucht, aus den Möglichkeiten das Beste zu machen. Sind gut gestartet mit dem ersten Sieg und haben leider vorige Woche dann doch relativ deutlich den Kürzeren gezogen. Wir müssen einfach schauen, dass wir die vielen Fehler, die in dem Spiel doch gemacht wurden, abstellen. Und demzufolge sind wir optimistisch gestimmt, in die Spur wieder zu finden, um Punkte zu sammeln und letztendlich den Klassenerhalt, den wir anstreben, auch zu sichern. Weißenfels war wesentlich optimistischer angereist. Sie hatten die drei zurückliegenden Spiele für sich entschieden. Gerade beim letzten gegen Güntersdorf hatten sie dominiert. Ja, das ist es. 5-0. Damit sind wir natürlich wieder ein bisschen unter Druck gesetzt durch dieses Ergebnis. Da wird wieder einiges von uns erwartet, aber das wollen wir auch. Das wollen wir auch bringen. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie das heute ausgeht. Jedes Spiel, Phrasenschwein, fängt beim 0-0 an. Ja, das wissen wir. Demzufolge gehen wir seriös in die Partie rein. Wollen natürlich auch zeigen, wir haben einen Lauf und deswegen wollen wir bitte was tun. Das erste taten dann aber die Zeitzer. In der 18. Minute gingen sie in Führung durch Benjamin Kohlisch mit Unterstützung von Patrick Fuhrmann. In der Hinrunde lief es nicht immer so. Ja, wir haben uns definitiv mehr versprochen, das ist korrekt. Aber wir hatten in der Hinrunde auch bloß 4 Heimspiele aufgrund der Umstände hier mit dem Platz, der dann ab November nicht mehr bespielbar war, mussten wir dann doch oftmals ein Spiel absagen. Und hoffen eigentlich aufgrund der Nachholspiele, die wir allesamt zu Hause haben, dass wir dort weiter Punkte sammeln. Prinzipiell sind wir nicht an unser Leistungsvermögen herangekommen, auch in der Hinrunde. Und das stimmt mich eigentlich optimistisch, dass wir dann irgendwann den richtigen Schalter finden, um das in die richtige Richtung zu lenken. Dabei hatten die Weißenfelser am Samstag natürlich ein Wörtchen mitzureden. Wir können variabel spielen, wir können das Spiel bestimmen, wir können aus der Konter rauskommen. Das sehen wir im Spiel, das wissen auch die Spieler, die das dann betrifft, die dann dementsprechend reagieren. Wie man, da sind wir sehr, sehr variabel, das können wir. Also personell sind wir gut aufgestellt, ja, da können wir schon ziemlich, obwohl wir, ja gut, Conny ist verletzt, den können wir erst maximal in der zweiten Halbzeit bringen, muss man sehen. Ja. Aber wir haben genug andere, die das lösen können. Deswegen ja, wir sind wieder gut aufgestellt. Dennoch ging auch das zweite Tor an die Gastgeber. Unterstützt von Benjamin Kohlisch platzierte Johannes Kunze das Leder in der 14. Minute. Es scheint, als wäre der Heimvorteil ausschlaggebend. Für uns sind halt die 4 Heimspiele, die wir in der Hinrunde hatten, positiv ausgegangen. 2 Unentschieden, 2 Siege. Und auswärts haben wir uns sehr oft das Spiel des Gegners
drängeln lassen müssen aufgrund unserer Unerfahrenheit. Und da macht ein Heimvorteil schon einiges aus. Ja, die Jungs freuen sich ja auch, hier vor heimischem Publikum zu spielen. Das spielt schon eine gewisse Rolle. Dennoch unterschätzen die Elsterstädter die Gäste nicht. Ja, wir wissen, dass wir mit Rot-Weiß eine sehr starke Mannschaft vor der Brust haben, die schon viele Jahre in der Klasse spielt, die sehr erfahren ist, die auch richtig gute individuelle Spieler in ihren Reihen hat. Und wir müssen es einfach schaffen, dagegen zu halten, unsere Fehler auf ein Minimum zu beschränken. Und in der Offensive haben wir auch gegen Rot-Weiß schon oft gezeigt, dass wir erfolgreich in Form von Toren sein können. Und das soll unser Rezept heute sein, dass wir mutig nach vorne spielen, aber ohne unsere Defensive zu entblößen. Das gelang offensichtlich sehr gut. Das Tor in der 66. Minute ging erneut auf das Konto des Duos von Benjamin Kohlisch und Patrick Fuhrmann. 3:0. Ein Abstand, der dann doch recht groß war. Vorgenommen hatten sich die Weißenfelser etwas anderes auch hinsichtlich der Tabellenpositionen. Ja, zumindest wollen wir nicht weiter nach unten, ja, das ist erstmal klar. Natürlich gucken wir nach oben, das ist ganz klar, ja. Demzufolge müssen wir die Aufgabe hier heute lösen auch, ja. Wir nehmen ernst, wir haben gesagt, wir arbeiten genauso gegen den Ball wie letzte Woche und damit tun wir alles, was notwendig ist, ja, und werden sehen, was das reicht, ja. Die Frage, ob sich die Fußballkollegen im Kreis gegenseitig hinsichtlich des Klassenerhalts helfen würden, wurde eindeutig beantwortet. Wir sind doch Sportler, wir wollen doch gewinnen. Wir helfen ihnen, indem wir heute alles geben und dann aber auch nächste Woche bei den anderen Gegnern geben wir auch alles. Nur das macht auch Sinn. Die Zeitzer wussten sich zweifelsfrei selbst zu helfen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben sie ihrer Taktik treu. Erst 5 Minuten vor Schluss gelang es den Weißenfelsern, sich doch einmal durchzusetzen. Ronny Wendler legte für Henry Wiesner vor. Der SV Motor Zeitz verbesserte sich in der Tabelle auf Platz 13 und verließ damit den Abstiegsrang. Weißenfels bleibt im Mittelfeld und steht auf Position 7. Ja, drin ist die Stimmung so richtig aufgeheizt und auch dementsprechend die Temperaturen. Nur tut es ganz gut, wenn man mal sich nach draußen begibt. Ja, und der Sonntag, strahlend blauer Himmel, etwas kühl, aber das wird schon noch mit den Temperaturen. Und wie es weitergeht in den nächsten 3 Tagen, hier unsere Wettervorschau. Qualität, regionale Produkte und immer ein freundliches Wort. Das E-Center Naumburg präsentiert Ihnen das Wetter im Burgenlandkreis. Am Mittwoch ist es zunächst wolkig bis bedeckt. Gelegentlich kann noch etwas Regen fallen. Im weiteren Tagesverlauf lockert es dann von Nordwesten her auf. Dabei weht der Wind mäßig und böig aus nordwestlicher Richtung. Dadurch kommt es verbreitet zu Windböen. Gegen Abend schwächt sich der Wind wieder ab. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 14 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ist es wechselnd bewölkt und niederschlagsfrei. Der Wind weht schwach aus westlicher Richtung und vereinzelt können noch Windböen auftreten. Die Temperatur sinkt auf 4 bis 2 Grad. Am Donnerstag wird überwiegend sonniges Wetter erwartet. Es ziehen nur vereinzelt einige Schleierwolken vorüber und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperatur steigt bis auf 14 Grad an. In der Nacht zum Freitag ist der Himmel klar und es gibt kaum Wolken. Die Tiefstwerte liegen bei 5 Grad. Und auch am Freitag präsentiert uns Petrus ein vorfrühlingshaftes Wetter mit viel Sonnenschein und Tageshöchstwerten von 17 Grad. Egal wie das Wetter auch wird, wir sind immer für Sie da. Das E-Center Naumburg. Ja, liebe Zuschauer, wir sind jetzt schon am Ende unserer Sendung angelangt.
Ja, wir verabschieden uns jetzt auch hier vom Euroville in Naumburg. Die Landesmeisterschaft, die geht noch weiter, genauer gesagt bis 18 Uhr. Und wie die Karsdorfer abgeschlossen haben, das erfahren Sie bei uns am Freitag in unserer aktuellen Sendung. Denn da bringen wir einen ausführlichen Beitrag. Ich verabschiede mich jetzt ganz herzlich von Ihnen. Haben Sie eine schöne Woche und wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, am Freitag. Bis dahin, tschüss.